frohes neues Jahr, Leute. Ich freue mich und ich hoffe, dass ihr genauso gut ins gute neue Jahr, frohe neue Jahr gerutscht seid wie ich. Nur ein paar so Gedanken loswerden, wie ich eigentlich so über das Starten eines neuen Jahres so denke. Und weil ich ja auch immer mal wieder deutsche Videos machen möchte. Lasst mich doch wissen in den Kommentaren, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr das überhaupt braucht. Vielleicht braucht ihr es ja überhaupt nicht. Genau. Es geht jetzt hier nicht darum, ich will jetzt hier nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Es geht mir einfach nur darum, dass ich meine Meinung quasi dazu geben möchte. Und vielleicht inspiriert sie ja den einen oder anderen. Und wem sie nicht gefällt, der braucht ja nicht zu gucken. Genau. Ich habe mich schon immer so gedacht, erst seit 2 Jahren oder so, 1,5 Jahren, seitdem ich so mein Leben mal so überdacht habe und mir so dachte, was macht eigentlich Sinn, was finde ich logisch und was nicht. Und ich habe mir immer so gedacht, worum geht eigentlich Silvester? Was bedeutet es uns? Und ich glaube, für die meisten Menschen heißt das feiern, bis der Arzt kommt. In manchen Fällen sogar wortwörtlich. Also einfach die Sau rauslassen, ja. Sich betrinken, die meisten betrinken sich auch. Was weiß ich, vielleicht nehmen die meisten auch Drogen, ich habe keine Ahnung. Und sich eigentlich vollstopfen sozusagen. Also vielleicht nicht unbedingt vollstopfen für jeden, aber essen. Und zwar viel essen und gut essen. So gut essen, ja. Also was man für reichhaltig essen. Und das ist auch alles gut. Also versteht das nicht falsch. Ich bin da jetzt nicht gegen. Ganz im Gegenteil. Aber die Art, wie gefeiert wird, habe ich für mich persönlich als nicht besonders sinnvoll. Erachtet. und dann geht es eigentlich darum, eben zu feiern, viel zu essen und dann, die meisten Menschen schreiben dann auch ihre Ziele auf. Also vielleicht nicht unbedingt aufschreiben, aber sie machen sich zumindest, wenn auch vielleicht unbewusst, Gedanken darum, was sie eigentlich wollen im Leben. Oder was sie im nächsten Jahr wollen, was sie ändern wollen, was sie auf jeden Fall nicht so haben wollen wie in diesem Jahr. Und das ist halt, das finde ich auch super, super, super. Aber ich habe so für mich in den letzten 1,5 Jahren so rausgefunden, warum machen wir so ein Terz um einen Tag, einen bestimmten Tag? Natürlich, ja, weil es neue Jahr anfängt und so. Aber eigentlich ist es ein Tag wie jeder andere auch. Und ich möchte echt in diesem Video sagen, frohen neuen Tag im neuen Jahr. Also frohen jeden neuen Tag im neuen Jahr. Also frohen Alltag. Jeder Tag ist ein froher neuer Tag im neuen Jahr. Jeder Tag ist genauso wichtig und wertvoll wie Neujahr oder wie Silvester. Und klar, da stimmen jetzt eigentlich alle zu, aber wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, wie krass das ist, dass du jeden Tag feierst, du kannst jeden Tag feiern, dankbar sein, ja? Dankbar sein. Und ich habe für mich gesagt, feiern ist eigentlich nur etwas, was mir gut tut, was meinem Körper gut tut, auf lange Zeit, ja? Deswegen betrinke ich mich nicht mehr und deswegen, ich brauche keinen Alkohol, um den Spaß zu haben und also das verstehe ich unter Feiern, das versteht jeder anders, aber mir geht es einfach generell um diese Haltung, um dieses Mindset, dass man etwas feiern will, diese Dankbarkeit, diese Freude. Die kannst du jeden Tag haben. Warum auf wenige Tage im Jahr beschränken? Die meisten separieren ja so, viele Menschen separieren so die Feiertage, so Weihnachten und so alles und Ferien und Urlaub von dem Rest ihres Lebens, also von dem Alltag. Und das finde ich echt super schade, weil das meiste deines Lebens lebst du dann ja nur so dahin. Und den Rest des Lebens, den Rest der Tage im Jahr arbeiten sie dann auch noch in einem Job, den sie hassen oder
Ja, also ich finde es einfach immer wertvoll für Leute, immer wieder zu überlegen. Also ich appelliere auch an mich. Also ich bin da jetzt nicht die Beste drin oder so. Ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir immer wieder uns fragen, warum leben wir, wie wir leben? Und was macht unser Leben aus? Ich finde, wir sollten jeden Tag so leben wie an einem Feiertag. Wir sollten jeden Tag feiern. Wir sollten jeden Tag dankbar für den Tag sein, für das, was wir machen oder wo wir gerade sind. Für die guten, für die schlechten Sachen, weil aus den schlechten Sachen kannst du was Gutes machen. Da habe ich gestern ein Video drüber gemacht. Verlinke ich hier. Kannst du ja mal reingucken, wenn du möchtest. Und dann das Letzte ist halt eben Ziele, neue Ziele haben. Das solltest du, auch, du sollst jeden Tag an deinen Zielen arbeiten. Also, das heißt, du solltest. Ich gebe hier jetzt keine Gebote oder so. Das sind einfach meine Gedanken dazu, ja. Und ich habe das für mich so, es war für mich so ein Klick, so ein Aufwachen, so Mensch, ja. Also, warum sollten die Tage besonderer sein als andere? Natürlich, wie gesagt, ich habe echt überhaupt nichts gegen das Feiern. Ich finde es total toll. Ich liebe auch Silvester und neues Jahr und Feiertage und mit den Lieben zusammen sein. Aber für dich im Kopf kann es jeder Tag sein. Für dich im Kopf kann die Freude und die Dankbarkeit jeden Tag sein. Und auch das an den Zielen arbeiten. Schreib es dir auf, das hilft. Aber auch wenn du einfach nur drüber nachdenkst, was sind deine Ziele? Und geh jeden Tag ein Stück weiter auf deine Ziele zu. Entschuldigung. Das hat bei mir echt so viel verändert und so viel Dankbarkeit in meinen Alltag reingebracht und Wertschätzung in meinen Alltag reingebracht, mir gegenüber und anderen gegenüber und gegenüber dem ganzen Leben so, das sich um mich herum abspielt und in mir. Und vielleicht war das ja jetzt mal so eine kleine Inspiration. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr, sehr freuen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch darüber sehr, sehr freuen. Tu das doch einfach und dann bekommst du mehr dieser Videos. Und ach so, zu dem viel Essen. Das habe ich noch ganz vergessen. Viel Essen tue ich jeden Tag. Und auch das empfehle ich für jeden Tag. Und zwar so viel, wie du willst. Aber eine kleine Änderung habe ich da gemacht in meinem Leben. Nämlich, dass ich mich nicht mehr mit Sachen vollstopfe, nach denen ich mich dann scheiße fühle. Oder nach denen ich ein schlechtes Gewissen habe. Oder nach denen ich total müde und träge in der Ecke liege. Sondern ich esse jetzt gut bestimmt 3000 Kalorien oder 2500 Kalorien. Ich zähle das nicht. Aber es ist einfach so viel, wie ich Bock drauf habe. Esse ich pro Tag von gesunden, quasi vollwertigen, meistens vollwertigen, aber einfach von pflanzlichen, kohlenhydratbasierten Lebensmitteln. Ja, von kohlenhydratbasierten Pflanzen. Alles möglich. Wenn du dich fragst, was ist das denn jetzt? Was kann man denn da überhaupt noch essen? Dann guck doch einfach mal an den Videos. Auf jeden Fall hat das bei mir, das hat so viel ausgelöst. Also, weißt du, stell dir mal vor, ein Leben mit null Kalorienrestriktion, ein Leben mit null darüber denken, ob das jetzt gut für dich ist oder nicht, mit null darüber denken, wie viel du jetzt essen darfst oder nicht, dass du einfach nur befriedigt, essen bis du befriedigt bist und null Restriktion, keine Einschränkung mehr, kein Abnehmen müssen, sonst was. Ich nehme bei der Menge kein Gramm zu. Und ja, vielleicht ist es eine Inspiration für dich, da mal reinzugucken in meine anderen Videos oder auch woanders. Ja, schreib mal einfach in den Kommentaren, wenn du irgendwelche Fragen hast und wir sehen uns nächstes Video. Ciao!